Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Escape Academy mit mir, dem Jan. Was haben wir jetzt hier unten? Sandra L. Ich hoffe, ihr seid nicht zu mitgenommen von dem, was heute in meinem Unterricht passiert ist. Ich sage ja immer, wenn die Dinge nicht ein wenig außer Kontrolle geraten, ist es kein richtiger Raub. Die Dinge sind mehr als nur ein wenig außer Kontrolle geraten, Professor. Ja, naja, deswegen habe ich auch ein paar Nachforschungen angestellt. Ihr zwei habt nicht zufällig etwas Seltsames dort unten gesehen, oder? Oh, was denn? Wie den Einsturz, der uns fast umgebracht hätte? Naja, auf dem Campus scheint in letzter Zeit wirklich viel los zu sein. Fast alles hätte bei all dem jemand die Finger im Spiel oder vielleicht... Egal, ihr müsst euch darüber keine Gedanken machen. Aber ich an Horatios Stelle würde gut aufpassen. Ein schwieriger Prozess. Freitag, 5. November. Danke, dass ihr meiner Einladung gefolgt seid. Ich weiß, ihr seid alle viel beschäftigt und ich will euch nicht aufhalten, aber einer von euch gestörten Wahnsinnigen hat versucht, mich umzubringen. Ich wusste es. Ich wusste, dass mir bei der Rakete kein Fehler unterlaufen ist. Das ist schrecklich. Heißt das, das Gift im Essen war für sie bestimmt? Und die Überflutung des Tresorraums war... Ich weiß, was es war. Ein fehlgeschlagener Putschversuch. Und niemand verlässt dieses verdammten Raum, bis der Schuldige nicht überführt wurde. Was nicht allzu lange dauern sollte. Wisst ihr, während einer von euch meinen Untergang plante, habe ich diese zwei Spitzenschüler damit beauftragt, diesen Fall zu lösen. Sie haben euch die ganze Zeit beobachtet. Die Täuschung tut uns leid, Professoren. Uns tut gar nichts leid. Einer von ihnen wandert in den Knast. So, gefällt mir das. Meine zwei Star-Detektive haben euch besiegt. Sie wissen genau, was ihr getrieben habt. Lieber Gott, bitte sag mir, dass ihr den Fall gelöst habt. Nein? Knacke den Fall. Sandra, Eel, it's time to bring this case to a close. Wer ist versucht, mich umzubringen? Weiß ich? Hallo. Hey. Keep it up. We're about to nail this sicko. Ich würde sagen, alle. Chefkoch Stuart Collin. Eine Möglichkeit, die ich ehrlich gesagt nie wirklich in Betracht gezogen habe. Aber ich hätte misstrauisch werden sollen, nachdem diese vergiftete Mittagessen meine Verdauungstrakt durcheinander gebracht hat. Dadurch, dass ich private Ernährungsvorlieben verraten habe, hat sich offenbar eine Katastrophe zusammengebraut. Wollt ihr wissen, warum? Seht euch das an. Psst, Sandra, L, das ist euer Stichwort. Hauen wir ihn in die Pfanne.
Rage, I've been nothing but loyal. In der Küche wird nicht gerannt. Ein Fleischprodukt auf den Kompost werfen. Küchenrenovierung abgelehnt. Schülersicherheit abgelehnt. Raum des Rektors bewilligt. Wahlraum belegt. Eine frische Leckerei. Das ist doch wohl nicht dein Ernst. Horatio, du hast das Küchenbudget gekürzt? Aber natürlich, die Schüler brauchen nicht wirklich 1000 Kalorien am Tag. 2000. Sie brauchen sogar 2000 am Tag. Das glaubst du vielleicht. Ich konnte mittlerweile riechen, wie du deswegen gekocht hast. Und das war nicht alles, was ich da gerochen habe. Ist das ein Eimer Fisch? Chefkoch. Sag jetzt nix. Das ist das geheimnisvolle Fleisch, das du in der Kantine servierst. Nicht nur das. Ich würde auch wetten, dass er mich damit vergiftet hat. Was? Du glaubst ernsthaft, ich würde... Budgetkürzungen hin oder her. Ich würde nie etwas so Primitives in meiner Küche zubereiten. Jedes meiner Rezepte ist optimal auf gesunde Ernährung von Schülern abgestimmt. Dieser Fisch war kein Essen. Er war für den Komposthaufen gedacht. Moment mal. Etwas an der Aussage des Chefkochs passt nicht so ganz. Ich glaube, da könntest du recht haben, El. Budgetkürzung hin oder her, würde nie etwas so Primitives in meiner Küche zubereiten. Jedes meiner Rezepte ist optimal auf die gesunde Ernährung von Schülern abgestimmt. Wollte ich gar nicht auswählen. Okay. Natürlich, es ist genauso, wie ich vermutet hatte. Dieser Beweis zeigt eindeutig und ohne Zweifel, dass Moment mal, was hast du dazu was hat das zu bedeuten? Wolltest du mir diesen Zettel geben? Nee. Der Chefkoch sagt, ist mit Verstand. Tägliche Portion Butterfett und Fleischversorgung dein Gehirn mit Energie. Denkt auch an Öl und Schmalz. Fleisch und fast auch Geflügel, Meeresfrüchte und Schalentiere. Lass deine Fantasie freien Lauf. Natürlich, es ist genau so, wie ich vermutet hatte. Dieser Beweis zeigt eindeutig und ohne Zweifel, dass Hä? Was zeigt doch das? Es zeigt doch, dass auch Fisch und so angeboten wird. Oder nicht? Ah,
3 Dosen Heringe. Heringe sind doch... Ist doch Fisch, oder nicht? Hä? Du solltest dir die Küchenregeln des Chefkochs ansehen. Keine Fleischprodukte auf den Kompost werfen. Aber zählt Fisch zu Fleisch? Kalinio, Sie wollen also sagen, Sie kompostieren Reste aus Ihrer Küche? Aber natürlich, das ist eine meiner Küchenregeln. Das ist interessant, wir haben nämlich eine Kopie Ihrer Küchenregel hier. Hier steht ziemlich eindeutig, Fleischprodukte gehören nicht auf den Komposthaufen. Erwischt. Oh, ihr bringt das da was durcheinander. Es stimmt, dass man Fleisch nicht auf den Kompost werfen darf. Aber ich habe trotzdem nicht gegen die Regel verstoßen. Fisch ist kein Fleisch. Der Papst würde dem sicher zustimmen. Dieser Fisch hatte nie etwas mit einem absurden Mordkomplett zu tun. Alle Schüler müssen erst aufgegessen haben, bevor sie um einen Nachschlag bitten. Jeder Schüler darf nur eine Dose. Nach jedem Entkommen alle Arbeitsflächen abwischen. Normalerweise würden wir Ihnen das durchgehen lassen, Chefkoch. Aber in Ihrer Ernährungsrichtlinie steht was anderes. Fleisch umfasst auch Geflügel, Meeresfrüchte und Schalentiere. Der Papst würde dem sicher nicht zustimmen. Also gut, Kinder, ihr habt mich erwischt. Braucht den Fisch für ein Spezialrezept. Aber ich habe das zu eurem Besten getan, glaubt mir. Tut mir leid, Chefkoch, aber wir können Ihnen da nicht trauen. Wie sollen wir jemanden glauben, der über Meeresfrüchte lügt? Was haben Sie noch direkt vor unserer Nase versteckt? Vielleicht etwas in Ihrem Aktenkoffer? Was? Hey, ich verstehe das hier gerade nicht. Was sollen denn die Striche heißen?
You're not making any sense. Hinweis. Hast du diese Punkte und Striche schon irgendwo gesehen? Ach so. Also 2, 5, 3, 1. 3, 1. Zwei ist R. An die Warte, hier ist 5. Das ist ein E. Das sind Striche. Ja, toll. Ist jetzt ein H oder ein K? Oder heißt 2 die zweite Zutat? Gehirn. Got you now, Chef. This all ends tonight. Moment mal, das ist gar kein Gift. Das ist ein Rezept für Haifischfutter. Hast du meine Haie vor dem Rivalenraub gefüttert? Wie sollten sie denn dann Appetit auf die Schüler haben? Es tut mir leid, Rektor. Ich hatte keine andere Wahl, aber sowas passiert eben, wenn man das Budget kürzt. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Der Rivalenraum hatte genug Mittel. Darum habe ich mich höchstpersönlich gekümmert und lässt die Ablenkungsversuche. Dieser Fisch war für vergiftete Bürger gedacht und nicht für Rätsel. Was schwafelst du da? Du bist so ängstlich. Ängstirnig? Arigato.
Elsenray, ihr seht doch sicher, was hier los ist. One of these sick lunatics is trying to kill me! Genau da ist... vergiss es. Anscheinend war der Rivalenraum gar nicht so gefährlich, wie wir dachten. Ich schätze, ein Hai unter Beruhigungsmittel ist viel sicherer als ein Hungriger. Haben Sie das getan, um uns zu beschützen, Chefkoch? Ja, und da kann es kein Sicherheitsbudget geben. Ja, und da es kein Sicherheitsbudget gibt, war es nicht das erste Mal, dass ich mich um euren Schutz bemühen musste. Chefkoch, wie soll ich es sagen? Du bist immer noch mein schwierigster Mitarbeiter. Aber anscheinend war dein Fischeimer doch nicht das Giftgemisch, das ich befürchtet hatte. Das hilft mir aber auch nicht bei der dringlichen Frage. Wer in aller Welt versucht, mich umzubringen? Ich bitte um euer aller Aufmerksamkeit. Es schmerzt mich, das sagen zu müssen, aber ich glaube, ich habe den Täter gefunden. Oder sollte ich besser sagen, die Täter. Ja, zwei Personen, die an jedem Tatort des Verbrechens zugegen waren. Willst du damit andeuten? Leider ja. Die Schuldigen sind Sandra und Elle. Meine Spitzenschüler sind mir in den Rücken gefallen. Ich gebe es nur ungern zu, aber es passt alles zusammen. Sie haben die Rakete zusammengebaut. Sie waren da, als der Tresorraum überflutet wurde. Verdammt, sie haben uns sogar das vergiftete Essen gekocht. Aber sie sind doch nur Schüler. Schüler mit einem Händchen für Mord. Oh, wie grausam. Von meinen eigenen Agenten bedroht. Das ist unsinnig. Unsinn. Da will uns eindeutig jemand reinlegen. Wir haben keine Beweise. Nun ja, habt ihr irgendwelche Beweise, dass ihr es nicht wart? So funktioniert das vor Gericht nicht. Es tut mir leid, Kinder, aber ich bin überzeugt. Wartet auf den Flur. Dieser Rat wird euch eure Strafe in 15 Minuten verkünden. I can't believe the headmaster's blaming us, after all we did to help him. Verdammt, ich war mir so sicher, dass Kalion war. Sie wollen uns wirklich von der Schule werfen. Der Rektor ist doch nicht ganz klar im Kopf, gerade als ich dachte, ich hätte meinen Platz hier gefunden. Mal halblang, Sandy, es ist ja noch nicht vorbei. Komm schon, wir klären das auf, bevor dieser Rat erweisen die... eine Entscheidung fällt. Wir wissen, dass wir unschuldig sind. Du hast recht. Lass es uns beweisen. So, where do we even start? I wonder if Professor Monstrong has anything to get us out of this. Auto läuft. Elkits in
Hey. Die Ballen. Chef's office. Maybe something here will help us convince those quacks. Leer. Sieht dem Chefkoch noch gar nicht ähnlich. Jetzt habe ich hier das Benzin. Schildkröte ist ein. Puma, Jaguar, mach mal hier von Bild, vielleicht brauche ich das irgendwo. Gisborne's been busy. Huh. All of Gisborne's notes mention this weird acid found near the crimes. But who was using it? Das kleine Stadt. Diese Essiggurken glühen leicht, wie die Substanz, die ich gefunden habe. Gift, Strahlung, muss Test durchführen.
Sorry, Professor Gisborne. Guess she taught us a little too well. Ballungsmesser. Die Frage ist, ist woanders Ausstrahlung? Whoa, get a load of those readings. Isn't normal for a chef to keep it safe inside their fridge? Verdammt. Machst du nichts auf? Oh, und dann nochmal einen Schlüssel. Das ist nicht dieser Schlüssel. Ich habe nur 5 Zahlen. Schnelle Katze ist 1. Pferdestärke die 5. Hilfe, Hai? Entspannt ist die Schildkröte und Gebrüll ist der Löwe. Das heißt, da wir ja hier durch den Motor ja die einzelnen Gänge haben, es kommt als erstes der Jaguar, also die 5. Dann kommt die Schildkröte, die 2. Dann kommt der Löwe, die 3. Dann kommt der Hai, die 1. Die 2 ist der Hai. Und dann das Pferd. Was habe ich gerade falsch gemacht? 5? 1. A secret workshop. Gotta hand it to you, Monstrong. Ich wohl mit dem Industriebohrer den Tresor aufbekomme. Belastende Beweise. That means it was Chef. Come on, Sandy. It's time to clear our name. Ich kann's nicht fassen. Nach all dem ist der mörderische Verrat Chefkoch Colin. Wir wussten es. Horatio. Du dummer. Robian, verstehst du denn nicht? Ich konnte diese Schule nicht länger in deinen rücksichtslosen Händen lassen.
Ich muss die Sache übernehmen. Ich habe die Stützbalken im Rivalenraum geschwächt. Ich habe die Schrauben am Raketenturm gesetzt. Aber wie? Ich habe deinen persönlichen Fahrstuhl sabotiert. Der Kochdrohn hat die ganze Zeit Nuklearsäure produziert. Und du kannst Gift darauf nehmen, dass ich das mit deinen absonderlichen Essiggurken war. Was glaubst du, warum ich meinen Burger nicht angerührt habe? Der war alleine für dich gedacht. Und du hast all das getan, weil du eifersüchtig auf mich warst? Nein, nein. Nein, nein, nein. Hörst du denn nicht zu? Ich habe das getan, um die Schüler zu beschützen. Es war alles nur zum Schutz der Schüler. Tag ein, Tag aus hast du sie in großer Gefahr gebracht, als die meisten erwachsenen Erkenntnis jemals erleben. Ich konnte es nicht länger mit ansehen. Jemand muss etwas tun. Ich musste etwas tun. Und jetzt muss ich wohl improvisieren. Er will zur Säuredüse. Es ist tödlich genug für dich. Horatio. Moment, was passiert? Warum konnte ich sie nicht auslösen? Warum ist sie... Oh nein, oh nein. Der Kochthron, er ist überhitzt. Jetzt droht die Kernschmelze. Meine Güte, was habe ich nur getan? Was habe ich nur getan? Sie haben den Verstand verloren und die ganze Schule verstrahlt. Das haben sie getan. Na, wir müssen die Schüler in den Bunker schaffen. Monstrong, komm mit. Horatio, mach dich wenigstens einmal nützlich. Du musst den Kochton deaktivieren. Shut it down, Chef! This is a brand new office! I can't, you old fool! It's already overloaded! Chef, die Bombe, welche Bombe? Okay, we've got it open. Just gotta stay calm. Warum passt das denn nicht? Almost got it.
Ein Milchshake, Cupcake, Pfannkuchen, Küchen. Schrank. Tell me how to stop this thing, you rodent! You can't! Soll ich denn wissen, was wann ist? Wein hat der Kochthron auch dafür eine Funktion. Okay, warte, Wein. Ich habe 2 Minuten Zeit. Wein ist lang, lang. Milchshake. Das Milchshake ist kurz. Was heißt denn Küchenschrank? Super, so weit bin ich auch.
Also. Das ist Wein. Es beginnt mit Strich, Strich, Punkt, Punkt. Milchshake ist das. Cupcake. Was heißt denn Küchenschrank? Ist das Küchenschrank? Der Schraubenzieher? Also ist als letztes Punkt, Strich, Punkt. Nee, ist falsch. Mal. 2 Punkte, nicht nur 1 Punkt. Es beginnt mit Strich, Strich, Punkt, Punkt. Das weiß ich auch schon, danke. Für mich persönlich ist genügst du doch für einen Cupcake und Pfannkuchen dasselbe, oder nicht?
Weitere 10 Minuten. So, ich weiß, dass es mit Strich, Strich, Punkt, Punkt beginnt. So. Strich, Punkt, Punkt. Strich, Punkt, Punkt, Strich, Punkt. Hä? Was habe ich denn die ganze Zeit falsch gemacht? Eis, Viereck, Dreieck. Belassen durch Trennen. Also das und das belassen. Das belassen. Das belassen. Ich würde das durchschneiden. Ich hab nichts zum Durchschneiden. Das hier würde ich auch durchschneiden. Und das obere. Once again, the Academy is safe. Thanks, in no small part, to its cunning headmaster. Okay. Gotcha! Ich habe es geschafft. Kein explosiver letzter Akt für dich. Was sagst du jetzt? Ich war nur rhetorisch. Ich habe nichts zu sagen, zumindest nicht direkt, Thor. Aber für Sandra und Elle habe ich einen Rat. Bitte, bitte, ihr seid die Zukunft der Akademie. Macht es besser. Besser als dieser Rektor. Besser als ich. Da liegt die Latte nicht besonders hoch, Kalion. Aber gerne. Wir sind die Sache ganz falsch angegangen. Aber wir werden uns bemühen. Auf niemals Wiedersehen, Verräter. Und so verfährt man mit Mördern Kinder. Damit wäre ja alles perfekt gelaufen. Du bist
dieses Semester fünfmal fast gestorben. Ganz zu schweigen davon, dass du diesen Kinder brauchtest, um dahinter zu kommen. Nicht deine beste Leistung, Kumpel. Eventuell habt ihr da teilweise nicht unrecht. Vielleicht muss ich wirklich ein wenig in mich gehen. Aber mit einer Sache hatte ich absolut recht, nämlich euch zu vertrauen. Weiter so, eines Tages baut man euch vielleicht noch ein Denkmal. Also, wie geht es für L. Barnes weiter? Nach unserem Abschluss meine ich. Ganz ehrlich, ich habe meine Berufung noch nicht gefunden. Aber die Rettung der Schule war vielleicht das erste Mal, dass ich meine Fähigkeiten für etwas Gutes einsetzen konnte. Für etwas, das wirklich zählt. Und wie sieht's mit dir aus? Ich wette, du hast schon alles geplant, verdammt. Du wirst hier bestimmt irgendwann der Boss sein. Ha, niemals. Nach dem, was mit Hector Windsor passiert ist, so viel könnte man mir gar nicht zahlen, dass ich die Escape Academy leiten würde. Hell of a team up, Sandy. Here's to many more. Ja, dann würde ich jetzt sagen, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, ciao.